Hallihallo, liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ihr seht eine etwas merkwürdige Location. Ich sitze hier gerade an meinem Homeoffice-Arbeitsplatz und habe mir gerade mal 10 Minuten freigeschaufelt, um einen Tag zu beantworten. Denn ja, ich wurde getaggt. Schon wieder. Ja, also es nimmt langsam wirklich Überhand und deswegen wäre ich eigentlich auch ganz froh, wenn wir das mit den Tags jetzt erstmal so ein klitzekleines bisschen nach hinten schieben, weil ansonsten haben wir hier auf dem Kanal nur noch Tags und das kann ja niemand wollen. So, es geht um den Poesiealbum-Tag. Diesen Tag habe ich jetzt schon bei ganz, ganz vielen meiner Kollegen gesehen und habe gehofft, dass der an mir vorbeigeht, weil die Fragen, die sind so psychologisch, so tiefgreifend, so sie verraten so viel über einen Menschen, dass ich wollte eigentlich gar nicht so viel von mir preisgeben. Hab gedacht, okay, wenn du zu diesem Tag von irgendwem getaggt werden solltest, dann machst es halt ein bisschen lustig. Aber da ist mir der gute Patrick, also known as der Filmangler, zuvorgekommen. Patrick, lieben Gruß an dieser Stelle. Und besser kann man diesen Tag nicht beantworten. Dieses Video, das ist YouTube Gold. Schaut euch das an. Ich verlinke euch das im Anschluss an meinen halbherzigen Versuch, dem einigermaßen gerecht zu werden. Denn das kann man nicht toppen, also versuche ich es auch gar nicht erst. So, getaggt hat mich der Stefan von Stefans Filmworld. An dieser Stelle auch einen lieben Gruß an den Stefan und Dankeschön, dass du mir ernsthaft, auch wenn das jetzt nicht so klingt, wirklich danke, danke, weil jeder Tag gibt mir ja die Gelegenheit, über das zu reden, was mir am meisten Spaß macht. So, ja, der Tag nennt sich der Poesiealbum-Tag. Obwohl Poesiealbum ist das nicht. Also die Fragen, die hier jetzt gestellt worden sind, sind keine Fragen, die man in ein Poesiealbum beantwortet, weil in einem Poesiealbum, da beantwortet man gar keine Fragen. In einem Poesiealbum, da kommen poetische Sprüche rein, wie Rosen, Tulpen, Nelken, alle Blumen welken, nur die eine nicht, vergiss mein nicht. Pardon, da gab es ein bisschen Kotze hoch. Die Zeiten sind natürlich längst vorbei. Diese Fragen sind die Fragen, die man aus einem Freundealbum kennt, einem Freundebuch. Ich habe auch mal mein altes Freundebuch hier. Nee, Unsinn, das gehört meiner Tochter. Ich hatte eins mit Littlefoot aus In einem Land vor unserer Zeit. Das muss ja auch irgendwo liegen. Ich habe es aber auf die Schnelle nicht gefunden und wie gesagt, ich habe ja auch nicht viel Zeit. Ich mache das hier zwischen Tür und Angel. Aber so viel muss man sich da jetzt auch gar nicht Gedanken drüber machen. So, wir haben hier in so einem Album haben wir, mein Spitzname ist, ich wohne, mein Sternzeichen, ich bin übrigens Jungfrau, wurde gar nicht gefragt. Mein Lieblingsbuch, das mag ich. Wie gesagt, tiefenpsychologisch sehr, sehr wertvoll. Die Fragen hier sind aber noch tiefgreifender. Ich versuche das jetzt einfach mal. Wir rattern das einfach mal ab und schauen, was draus wird. So, ich entschuldige jetzt schon, weil wie gesagt, dieser Tag ist sehr banal. Ich versuche trotzdem ein bisschen was rauszuholen. So, und Frage Nummer 1. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau. Nein, gelb. Ich bin doch. Ja, und Frage Nummer 2. Was ist dein Lieblingsessen? Viel. Also nicht viele Sachen sind mein Lieblingsessen, sondern Hauptsache viel. Es muss viel sein. Es muss ein Buffet sein mit Vorspeise, Torten und mit Fleisch und Salat und Gemüse. Brauche ich nicht. Fleisch und Fleisch. Ja. Oder so ein asiatisches Buffet, wie man das ja gerne bei den Chinesen, als chinesischen Restaurants hat. Und kleiner Tipp hier von mir, was ihr nicht aufessen könnt, ja, lasst es euch einpacken. Aber dieses Buffet, egal, den Rest einfach einpacken. Für einen Hund, ja. Das ist wie bei einem Hochzeitsbuffet. Sowas liebe ich ja auch, Hochzeitsbuffet. Aber da müsst ihr schnell sein, weil normalerweise die Verwandten, ja, die sind wie die Ratten. Was sie nicht an Ort und Stelle auffressen, das schleppen sie nach Haus. Also da müsst ihr
Am besten, ihr nehmt euch direkt den Stuhl, Messer und Gabel, Teller braucht ihr nicht und setzt euch direkt ans Buffet, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, Frage beantwortet. Was ich auch gerne esse, ist Rucola. Rucola, ja, den wollte ich noch einbringen, weil das ist nämlich der Brückenschlag zur nächsten Frage. Frage Nummer 3. Was ist dein Lieblingsgetränk? Ebenfalls Rucola, aber mit einem M in der Mitte. Nee, Quatsch. Ich trinke gerne Früchtetee mit Rum. Wobei der Anteil vom Rum zum Tee müsste, also weniger Tee, mehr Rum. Eigentlich kann man auch den Tee weglassen. Hauptsache, ja, aber in der Teetasse. Ist übrigens auch gut fürs Büro, wenn das demnächst wieder geht. Wenn ihr dann einen Becher habt mit Rum oder auch mit Rotwein oder Glühwein oder was auch immer, wenn ihr da dann einen Teebeutel reinhängt, merkt keine Sau und die Leute denken, oh, der ernährt sich aber gesund. So, Frage Nummer 4. Was ist dein Lieblingstier? Ja, ich esse gern Kühe, aber das ist wahrscheinlich gar nicht die Antwort, die ihr hören wollt. Also, früher hatte ich mal Silberfischchen. Ich hätte lieber Goldfische gehabt, aber so viel Geld hatten wir nicht. Also ich hatte früher Silberfischchen und ansonsten halt ja, Sackratten. Ne? Auch toll. Also alles, was man, Hausstaubmilben, auch schön. Die kann man auch toll dressieren. Und man wird Leute los, die eine entsprechende Allergie haben, indem man die einfach auf die. So, aber kommen wir direkt zum nächsten. Frage Nummer 5. Was ist dein Lieblingsfahrzeug? Also als Kind mochte ich immer das Feuerwehrauto. Und also das, wo vorne das Motorrad und hinten der Eisbär oder der Hubschrauber dann immer im Kreis. Heute würde ich meine TARDIS bevorzugen, weil die bringt dich überall hin, jederzeit, jeder Ort und ist einfach eine schöne Art zu reisen. Man braucht da nicht viel Zeit, ist einfach was Schönes. So, Frage Nummer 6, meine Lieblingsmusik. Ja, das ist jetzt sehr schwer zu beantworten, weil ich bin ja kein großer Musikfan. Was daran liegt, viele wissen das gar nicht, ich bin taub. Ja, aber das war Beethoven auch. Beethoven, übrigens ganz großartiger Komponist, wobei der war ja so taub, der hat sein Leben lang geglaubt, er malt. Und ja, die Musik von Beethoven schätze ich schon, aber die muss dann laut sein, richtig laut. So, dein Lieblingsfilm, also Frage Nummer 7, dein Lieblingsfilm. Das wäre dann die Kackbratzen vom Wienerwald. Das ist ein Heimatlustspiel der Extraklasse. Ich hoffe, dass dieser Film irgendwann mal veröffentlicht wird, ob jetzt auf DVD, Blu-ray, 4K, Ultra HD, Blu-ray, VHS, Super 8 oder mal im Kino, im Fernsehen. Egal, ich würde den auf jeden Fall gerne sehen. Die Kackbratzen vom Wienerwald, ein echte, muss man gesehen haben. So. Dann Frage Nummer 8. Was ist dein Lieblingsschauspieler in? Ja, der Verfasser dieses Tags hat schon schön gegendert. Das war schon nicht schlecht. Ja, Lieblingsschauspieler in. Mein Lieblingsschauspieler in ist Taylor Burton. Also nicht Richard Burton und Elizabeth Taylor, sondern wirklich Taylor Burton. So, und Frage Nummer 9. Was ist dein Lieblingsjahrzehnt? Ich mag die 1970er sehr gerne. Da sind ganz viele tolle Sachen geschaffen worden. Ich zum Beispiel. Und deswegen, also möchte ich nicht missen. Ne? Also wenn es die 70er nicht geben würde, da würde mir einiges fehlen. Ich zum Beispiel. So, und die letzte Frage, Frage Nummer 10. Was sind deine Hobbys und Interessen außerhalb vom Thema Film? Diese Frage ist etwas merkwürdig, weil ich interessiere mich gar nicht so für Film. Ja, was heißt da jetzt außerhalb von Film? Weil Film ist gar nicht. Ja, ich brauche keine Filme oder Serien oder. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Das ist mein Job. Ja, so, was mache ich außerhalb gerne? Ich schlafe ganz gerne. Das mache ich auch jetzt. Und wenn ihr das noch nicht machen solltet nach diesem unglaublich spannenden Tag, dann wird es aber langsam Zeit. Ja, ist ja schon fast 10 nach 5. Also bei euch, bei mir nicht. Bei mir ist gerade 9:30. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten. Ach so, ich muss da noch einen taggen. Nee, das mache ich nicht. Ich tagge niemanden, weil ich niemandem zumuten möchte, diese hochkomplexen und tiefgreifenden psychologischen Fragen beantworten zu müssen. Aber jeder Zuschauer, der da draußen jetzt sitzt und sagt, ja, aber ich will wissen,
will aber sagen, meine Lieblingsfarbe ist futzkariert und ich möchte aber gerne meinen Lieblingsfilm und mein Lieblingstier. Ich habe doch dieses Kätzchen. Also jeder, der gerne möchte, darf sich gerne jetzt getaggt fühlen. Also alle Zuschauer da draußen, die sagen, ah, ich will aber auch. Ihr seid getaggt. Du darfst jetzt gerne diesen Tag beantworten. Ja, ob du einen YouTube-Kanal hast oder nicht, einfach so darfst du beantworten. Du kannst auch, wenn du keine Webcam oder keine Kamera oder sonst was hast, kannst du dich auch auf die Straße stellen oder Fenster aufreißen. Meine Lieblingsfarbe ist grün. Kannst du machen. In diesen Zeiten ist alles möglich. So, und das war es auch schon von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich hier noch ein paar Programmempfehlungen. Den Patrick vom Kanal Der Filmangler mit seiner, meiner Meinung nach, ultimativen Antwort auf diese Text. Dann haben wir hier oben den Stefan von Stefans Filmwelt. Und hier haben wir noch zwei alte Videos von mir. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen und wir sehen uns demnächst.